Hallo und willkommen zurück zu Mario 64. Wie ihr seht, sind wir wieder im Startgebiet. Das bedeutet natürlich auch wieder, dass eine neue Aufnahmesession angebrochen ist. Wir werden natürlich jetzt erstmal wieder auf die Schnelle ein paar Leben holen und gehen dann ans letzte Level dran. Wir brauchen noch 5 Sterne aus dieser Welt und dann kommt nur noch ein einziger Stern und den sehen wir bei Bowser, dem finalen Bowser. Und es wird, denke ich mal, nicht mehr lange dauern, bis wir dieses Projekt dann abgeschlossen haben und ich dann das nächste Mario starten. Knapp daneben ist auch vorbei. So. Machen wieder 2 Runden, damit wir die 10 Leben kriegen. Und das sollte dann auch völlig ausreichen. Also das klappt heute ja überhaupt nicht so richtig. Armer Mario, der muss heute richtig leiden. Also wenn das jetzt schon so anfängt, will ich nicht wissen, wie das erst in der Wolkenwelt ist, wenn wir da gleich loslegen. Dort wird es auf jeden Fall nicht ohne werden. Wir haben da noch sehr, sehr schwere Sterne vor uns. Wow. So, wir haben unsere 10 Leben und machen jetzt einen Abflug. Schauen wir mal, wir haben alle Sterne soweit und sind jetzt bei der Regenbogenraserei. Und ihr seht schon, wir haben dort noch keine 100 Münzen gemacht. Ah, nee, stimmt gar nicht. Wir kriegen nicht den letzten Stern von Bowser, den kriegen wir auch in der Regenbogenraserei. Ich habe die 100 Münzen vergessen. Mein Fehler. Und sobald wir die 120 Sterne haben, werden wir uns was ansehen, bevor wir zum finalen Boss gehen. Ich hoffe, das ist auch erst, ich hoffe, das ist doch, bevor wir zum, zum endgültigen Boss gehen. Weil ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher, wie das war. Weil komplett 120 Sterne habe ich, glaube ich, privat noch nie gemacht. Deswegen ist es auch für mich eine kleine Premiere. So, Tic-Tac-Trauma ist erledigt. Ich hoffe, dass hier die richtige Seite ist, weil ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Suche das Haus am Himmel. Ja, das wird jetzt lustig, weil wir müssen definitiv die 100 Münzen noch mitnehmen. Und da wir nach ganz oben fahren, müssen wir jetzt anfangen, alle Münzen zu sammeln. Hab mich verschätzt. Nein! Oh je, ich muss auf jeden Fall erstmal wieder reinkommen. Eieiei. Ich hoffe mal nicht, dass man den Krach zu sehr hört, weil hier wieder eine relativ laute Baustelle ist. Die ist hier ja eigentlich jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, aktuell gedenken die tatsächlich mal fertig zu werden. Das war knapp.
Okay. Jetzt kommt der nervige Teil. Ich habe mich schon wieder mit der Entfernung verschätzt. Das passiert mir jedes Mal an dieser dämlichen Stelle. Neuer Versuch. Sorry, dass er am Anfang wieder so fady ist. Hier sollte man immer im letzten Moment springen. Was ich leider bis jetzt die ganze Zeit nicht beherzigt habe. Nein! Von der Kante abgerutscht. Ach Mist. Eieiei, ist das ein Faily-Part. Da sind die ersten 10 Minuten ungefähr schon dran und nur Fails. Das kann ja heiter werden. Gut, dass wir noch ein paar Leben gefarmt haben. Ich fürchte, wir müssen nachher nochmal welche erfarmen. Zumindest wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Die 100 Münzen wären auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. So, das war schon mal ein guter Anfang. Na, die anderen Sterne sieht man ja relativ schon. Größeres Problem ist tatsächlich hier die 100 Münzen zu schaffen. Och, ich verstehe das nicht. Ich werfe nach links und die rollen nach rechts. Total idiotisch, also die Physik dieser Münzen zum Teil. Warum hat er einen schrägen Wandsprung gemacht? Ich fass es nicht, ey. Ach, ist das blöd. Ach, die 100 Münzen hier werden uns auf jeden Fall noch den einen oder anderen Nerv kosten. Ja, ich denke mal, hier an der Welt werden wir noch mindestens 2 oder 3 Parts zusammenkriegen, wenn das so weiterläuft. Ich hoffe einfach, dass wir in diesem Part überhaupt mal einen Fortschritt haben. Nein! Der hat plötzlich einen Salto. Ach, wenn der welche machen soll, macht er den keinen. Ja, eine Münze haben wir leider verpasst. Nervig ist aber auch, dass das sich ja alles hier so schnell dreht. Und dadurch, wenn ich Sprünge hier irgendwie
Nein! Ja, manchmal ist es aber auch echt, dass er immer einen Schritt mehr macht, als ich überhaupt die Maus sag ich schon, den Stick bewege. Ah. Nein, nein, nein! Bleib da oben, du Depp! Ah. Really? Jetzt macht er Wandsprünge. Einer der nervigsten Dinge ist immer wieder dieses wenn er überall runterfällt, also weiterfällt, obwohl er eigentlich schon längst angekommen sein müsste. So. Die Münzen haben wir wieder. Nein! Dezent genervt von diesen Münzen hier ein Eigenleben entwickeln. Na, hier scheint ja nur eine Münze zu sein. Ja, da bekommt man hier bei denen keine zweite Chance, wenn die Münze runtergefallen ist. Zu früh. Das war knapp. 50 Münzen haben wir. So, jetzt muss ich mal hier überlegen, wie das hier war. Das ist echt die Welt, die ich mit am wenigsten mag. Bin aber allgemein nicht so der Fan von... Da hinten ist noch wahrscheinlich Münzen drin. Komme ich so aber jetzt gerade nicht ran. Ja, die 100 Münzen werden auf jeden Fall das größte Problem hier werden. Oh, dieser Kameraschwenk. Nichts, was ich mehr hasse, als so automatische Kameraschwenks, die einen dann in den Tod stürzen. Oh.
Eieieiei. Oh, diese Kamera ist so toll. Man sieht überhaupt nichts. Nein, 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 nein. Och Mann. Ach Manno. Diese Kackkamera. Man hat natürlich keine Chance. Das ist so dumm und unfair gemacht. Okay, kein Port. Den Sprung schaffe ich nicht. Den Sprung schaffe ich beim besten Willen nicht. Ja, vor allem nicht mit dieser Kamera. Ah, ich habe den Sprung geschafft. Ich glaub's nicht. Ich habe den Sprung geschafft. Oh. Leben. Nein, noch nicht sowas. Macht der Bauchplatscher, statt dass der einen Kick macht. Oh, ich krieg die Krise. Okay, also, da sind keine weiteren Münzen. Wie kommen wir dann... an die 100 Münzen? Ah. War aber auch kein Können mit dem Weitsprung. Es war mehr Glück als sonst was. Der hat nicht beinahe nicht geklappt, der Sprung. Ich hasse diese Welt. Also für mich ist diese Welt ganz klar schlimmer als das Tic-Tac-Trauma.
Zweimal. Eieiei. Meine Güte, ey. Ist das eine Welt. Ja, aber noch ein Rätsel, wie ich an die 100 Münzen kommen soll. 29 fehlen noch. Einen habe ich gesehen, aber die konnten wir nicht mal einsammeln. Und jetzt kommt die Stelle mit dieser tollen Kameraperspektive, die mich gerade beinahe umgebracht hat. Das Miese ist aber auch, dass man hier in dem Raum nicht die Kamera drehen darf. Und die einzige Kamera, die man dann kurzzeitig mal verfügbar hat, ist die von Mario. Und die Kamera ist noch unübersichtlicher. Also, ich habe keine Ahnung, was Nintendo sich an dieser Stelle gedacht hat. Komm, wir machen mal eine Stelle, bei denen der Spieler ausrastet, weil der die Hälfte der Zeit nicht sehen kann. Oder wir waren das ganze Spiel über nett. Machen wir jetzt mal eine Stelle, die einfach nur Mist ist. Irgendwas so in der Richtung, bis sie sich dabei gedacht haben. Anders kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, sieht natürlich auf den ersten Blick cool aus. Ist es aber nicht. Das ist totaler Mist. Weil, guck mal hier. Man sieht null, niente, nichts. Okay, wir haben einen Stern. Aber leider keine 100 Münzen. Suche das Haus am Himmel. Mal sehen, was unsere Zeit sagt. 22 Minuten 30, also knapp 3 Minuten, 23 Minuten. Dann können wir auf jeden Fall mal speichern und ich würde tatsächlich sagen, dass wir den Part ein bisschen kürzer machen und dann beim nächsten Mal hier an der Stelle weitermachen. Weil sonst werden die Parts zu lange. Immerhin haben wir zumindest jetzt einen Stern geschafft und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.